wieder ein anderer Untergrund jetzt auch für Fatih Arda-Icolo im Vergleich zu den anderen Wettbewerben bislang. Hier sieht man das ganz schön. Der Türke, sehr guter Sprung. Gelingt ihm nicht jedes Mal, aber so jeder dritte, vierte. Auch von einem slowenischen Trainer betreut. Der funktioniert dann, wie der hier, 132 Meter. Toll, Respekt vor dem Sprung. Da hat normalerweise ein bisschen eine wilde Technik, aber jetzt merkt man, er freundet sich an mit der Luft. Das System wird ruhiger und es schaut schon ganz elegant aus, bis auch die Landung, die funktioniert auch schon ganz gut. Kann ruhig hinsetzen, Position halten, sollte auch mit Noten ganz gut bestückt werden. Er hat auch vernünftiges Material, die Sprungschuhe kommen aus Polen. Das ist alles nicht so schlecht, was er da macht.